Im letzten Jahr hat YouTube die Monetarisierung weiter vorangetrieben. Sie haben damit begonnen, mehrere Anzeigen einzublenden, längere nicht überspringbare Anzeigen zu schalten und sogar Nutzer, die Adblock verwenden, vorübergehend auszuschließen. Das ist zur neuen Norm geworden, da die Tech-Industrie auf maximale Effizienz und Gewinne drängt, aber wie nachhaltig ist das wirklich? Werden wir tatsächlich so enden wie diese Memes mit 8 nicht abschaltbaren Anzeigen hintereinander? Wahrscheinlich nicht, denn es ist einfach nicht sehr effektiv, wenn es um die Monetarisierung geht. Überleg mal, was passiert, wenn Seiten anfangen, mehrere Minuten lang Werbung hintereinander zu zeigen? Die Leute werden einfach die Tabs wechseln, wenn die Werbung läuft, oder sie kochen Abendessen oder was auch immer, ähnlich wie sie es während einer Werbepause im Fernsehen tun würden. Das Engagement für jede einzelne Anzeige wäre also viel geringer, was bedeutet, dass auch die Anzeigenpreise viel niedriger wären. Wenn man mehrere Anzeigen nacheinander schaltet, ist die Gesamtquote natürlich höher, aber das ist ein Fall von abnehmenden Erträgen. Und diese Strategie kann einen nur bis zu einem bestimmten Punkt bringen. Deshalb spekulieren wir schon seit Jahren darüber, dass Tech-Unternehmen sich auf die direkte Monetarisierung verlegen werden. Ihr wisst schon, Dinge wie YouTube Premium, Superchats, Superdanksagungen, Kanalmitgliedschaften und so weiter. Bei YouTube war dieser Trend offensichtlich, denn dort gibt es schon seit fast einem Jahrzehnt kostenpflichtige Optionen. Aber in letzter Zeit haben wir gesehen, dass Social-Media-Firmen eine ähnliche Methode anwenden. Der König der sozialen Medien, Facebook, hat zum Beispiel vor kurzem angekündigt, dass er in Europa eine experimentelle Version von Facebook und Instagram ohne Werbung einführen wird. Diese wird voraussichtlich 10 bis 13 Euro pro Monat kosten. Viele von euch denken wahrscheinlich, dass das eine totale Abzocke ist und vielleicht ist es für euch auch Abzocke, aber es ist wahrscheinlich, dass es sich für einige Nutzer mehr als lohnt. Ich vermute, dass solche Optionen mit der Zeit zur Norm werden. Vor allem in den westlichen Ländern, in denen diese Unternehmen ohnehin den Großteil ihres Geldes verdienen. Sprechen wir also über die Demonetisierung des Internets und die Ära der werbefreien sozialen Medien. Warum sollte es überhaupt bezahlte Abos für soziale Medien geben? Funktionierte das werbefinanzierte Modell nicht schon sehr gut? Immerhin hat es diese Unternehmen zu Billionen-Dollar-Giganten gemacht, oder? Nun, das stimmt, aber im Vergleich zur direkten Monetarisierung bringen Anzeigen nur einen Bruchteil der Einnahmen. Wir haben das schon mehrmals auf diesem Kanal mit YouTube durchgerechnet. Dieses Mal machen wir es anders und rechnen es mit Instagram durch. Der durchschnittliche Instagram-Nutzer verbringt jeden Tag 33 Minuten auf der Plattform. Es gibt nicht viele Statistiken darüber, wie viele Beiträge die durchschnittliche Person durchscrollt, aber wenn man sich im Internet umschaut, scheint es eine vernünftige Schätzung zu sein, dass man alle 5 Sekunden durch 30 cm Inhalt scrollt. Je nach Größe deines Handys ist ein durchschnittlicher Instagram-Post 8 bis 12 cm hoch, also etwa 3 Posts alle 5 Sekunden. In 33 Minuten ergibt das 1188 Beiträge, etwa 20% des Instagram-Feeds sind Werbung, also hast du dich durch etwa 244 Anzeigen gescrollt. Über einen Monat gerechnet ergibt das satte 7341 Anzeigen. Das ist natürlich eine wahnsinnige Menge an Anzeigen, aber es bedeutet nicht so viel Geld, wie man denken könnte. Denn Instagram wird nur bezahlt, wenn man auf eine dieser Anzeigen klickt. Natürlich können Werbetreibende auch eine Kampagne zur Markenbekanntheit durchführen, bei der sie für jede Impression bezahlen müssen, aber der Standard für digitale Anzeigen ist eine Art Pay-per-Click- oder Pay-per-Engagement-Modell, weil es einfach am effektivsten ist. Sie müssen nur für die Leads zahlen, die tatsächlich relevant ist, aber wie ihr wahrscheinlich wisst, klicken die Leute nur selten auf Anzeigen. Die durchschnittliche Klickrate auf Instagram liegt bei nur 0,22 bis 0,88%, was im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen eigentlich als hoch gilt. Wir können uns in der Mitte bewegen und von einer Klickrate von 0,55% ausgehen. Was bedeutet, dass sich dieser Nutzer mit 40 Anzeigen pro Monat oder etwa 1 bis 2 Anzeigen pro Tag beschäftigt. Ehrlich gesagt scheint mir das etwas zu hoch gegriffen zu sein, denn ich weiß, dass die meisten von euch Werbung meiden wie die Pest. Die Werbetreibenden können sich glücklich schätzen, wenn ihr 1 bis 2 Anzeigen pro Monat anklickt, aber sagen wir mal 40 Anzeigen pro Monat, um hoch zu schätzen. Die durchschnittlichen Kosten pro Klick auf Instagram liegen zwischen fast 0 Cent und 25 Cent. Bei einem Durchschnittswert von 12,5 Cent würdest du Instagram nur 5 Dollar pro Monat einbringen, also nur die Hälfte von dem, was sie verlangen wollen. Außerdem sind 5 Dollar pro Monat eher hoch angesetzt. Diese Zahlen werden nur von Power-Konsumenten erreicht, und das können wir bestätigen, wenn wir rückwärts rechnen. Letztes Jahr hat Instagram 60 Milliarden Umsatz gemacht und hatte insgesamt 2,4 Milliarden monatlich aktive Nutzer, was bedeutet, dass Instagram im Durchschnitt 2,08 Dollar pro Nutzer und Monat einnahm. Das ist allerdings nur ein Durchschnittswert.
Nutzer aus Entwicklungsländern haben wahrscheinlich eher 50 Cent pro Monat eingebracht und Nutzer aus westlichen Ländern eher 4 Dollar pro Monat. Die zahlenden Nutzer aus dem Westen würden also das 2,5-fache dieses Betrags einbringen. Und ehrlich gesagt, ist das nicht allzu überraschend, wenn man bedenkt, wie viele Reibungsverluste mit dem werbefinanzierten Modell verbunden sind. Die Nutzer müssen auf die Anzeige klicken, das muss zu einem Kauf führen, dann müssen die Werbetreibenden einen Gewinn erzielen, dann müssen sie das Geld in das Werbebudget des nächsten Monats reinvestieren und schließlich geht ein Teil davon an Instagram. Es liegt auf der Hand, dass die direkte Abrechnung mit den Nutzern viel profitabler ist. Außerdem muss sich Instagram nicht um Schwankungen bei der Anzeigenschaltung, den Anzeigenpreisen, der Saisonalität oder Ähnlichem kümmern. Im Grunde können sie mit weniger dubiosen Praktiken konstant mehr Geld verdienen. Aus ihrer Sicht ist das ein Win-Win-Szenario und deshalb werden sie diese Option in den kommenden Jahren wahrscheinlich wirklich vorantreiben, was uns in die Ära der werbefreien sozialen Medien führt. Diese werbefreien Erlebnisse zu bieten, mag keine große Sache sein, denn was wird wirklich passieren? Fangen die oberen 20% der Nutzer an zu zahlen? Das würde immer noch bedeuten, dass 80% die kostenlose Version nutzen, oder? Ja, so könnte es aussehen, aber vielleicht ist euch nicht klar, wie sehr dies die Dynamik der Online-Werbung verändert. Denkt einfach mal darüber nach. Welche Art von Person würde für Instagram zahlen oder zahlt derzeit für YouTube Premium? Nur Menschen, die über ein hohes verfügbares Einkommen verfügen. Und welche Art von Person wäre am besten geeignet, um mit Anzeigen angesprochen zu werden? Menschen mit einem guten verfügbaren Einkommen, aber all diese Nutzer würden plötzlich aus dem Werbepool verschwinden, was uns zu einem der wichtigsten Prinzipien der Wirtschaft bringt, dem Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip besagt, dass 20% des Aufwands zu 80% der Ergebnisse führen und die restlichen 80% des Aufwands nur 20% des Nutzens bringen. Übertragen auf die sozialen Medien bedeutet das, dass 20% der Nutzer 80% des Umsatzes generieren und 80% der Nutzer nur 20% des Umsatzes. Wenn die obersten 20% aus dem Werbepool entfernt werden, würden diese Plattformen die Effektivität der digitalen Werbung auf diesen Plattformen um 80% verringern. Die Werbetreibenden sind nicht dumm. Sie werden nicht weiterhin die gleiche Menge Geld für Anzeigen ausgeben, die plötzlich viel weniger effektiv sind. Was werden sie stattdessen tun? Höchstwahrscheinlich werden sie ihre Werbegelder direkt an die Videoproduzenten weiterleiten, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich viel mehr Markendeals, Sponsoring, Affiliate-Marketing und ähnliche Dinge sehen werden. Mit der Zeit könnten 2 bis 3 Sponsorings pro Video die Norm werden. Bei vielen Finanzpodcasts ist das bereits der Fall. Natürlich könntet ihr diese Integrationen heute einfach überspringen, bitte nicht. Aber was wäre, wenn sich das ändert? Was wäre, wenn Creator die Möglichkeit hätten, nicht überspringbare Integrationen in ihre Videos einzubauen? Das klingt vielleicht total unfair. Wenn es den Creatoren erlaubt ist, nicht überspringbare Sponsoren in ihre Videos einzubauen und ihr gezwungen seid, sie euch anzusehen, warum zum Teufel zahlt ihr dann auch noch ein monatliches Abonnement bei YouTube? Aber ist das beim Fernsehen nicht auch schon seit Jahrzehnten so? Man muss für das Fernsehen oder Dinge wie Sky einen monatlichen Betrag zahlen, nur um Zugang zu den Kanälen zu bekommen. Aber obwohl man so viel zahlt, muss man für jede Stunde, die man fernsieht, 16 bis 20 Minuten Werbung über sich ergehen lassen. Außerdem sind viele der Sendungen, die man sehen kann, bereits von vornherein auf Sponsoren ausgerichtet. Nehmen wir zum Beispiel Der Preis ist heiß. In dieser Sendung kann man Preise gewinnen, wenn man in lustigen Spielen und Challenges den Preis seines Produkts errät und es macht Spaß, die Sendung zu sehen. Tritt man aber einen Schritt zurück und schaut sich das Ganze an, bezahlt man im Grunde einen Fernsehanbieter und sieht jede Stunde 16 bis 20 Minuten Werbung, nur um dann eine Sendung zu sehen, in der jede Minute 4 gesponserte Produkte vorgestellt werden. Die Anzahl der Monetarisierungsschichten ist verrückt, aber auch nicht wirklich überraschend. Denn Fernsehsendungen wurden über Jahrzehnte hinweg perfektioniert, um so profitabel wie möglich zu sein. Aber das war nicht immer so. In den ersten 14 Jahren der TV-Ausstrahlung gab es noch nicht einmal Werbung. Ist dies also das Ende der goldenen Ära der sozialen Medien? Nun, die Antwort ist eindeutig. Seht euch nur diese Statistik an. Ab Mai 2023 wird fast die Hälfte der YouTube-Zuschauer auf Fernsehbildschirmen YouTube schauen. Wenn das kein Beweis dafür ist, dass YouTube und der Rest der sozialen Medien immer traditioneller werden, dann weiß ich nicht, was es ist. Im Laufe der Zeit werden sich alle diese Plattformen auf den Weg der maximalen Rentabilität begeben, so wie es beim Fernsehen bereits der Fall war. Im Grunde genommen müsst ihr ein monatliches Abonnement bezahlen, nur um Zugang zu diesen Plattformen zu haben und so verdienen sie ihr Geld. Dann verdienen die Creator Geld, indem sie Sponsorings nutzen und Werbung schalten. Das soll nicht heißen, dass es keine kostenlose Möglichkeit geben wird, auf diese Plattform zuzugreifen.
Aber ihr könnt darauf wetten, dass es eine wesentlich schlechtere Erfahrung sein wird, die wahrscheinlich mit einer absurden Menge an Werbung gefüllt sein wird. Eine solche Entwicklung ist zwar unvermeidlich, wird aber wahrscheinlich Jahrzehnte dauern und in der Zwischenzeit könnte ein neues goldenes Zeitalter anbrechen. Da diese Plattformen seit Menschengedenken kostenlos sind, wird es schwer sein, die Leute zum Bezahlen zu bewegen, weshalb wir wahrscheinlich eine Ära mit extrem nachsichtigen Richtlinien erleben werden. Man könnte zum Beispiel einen YouTube-Familientarif abschließen, den man sich mit ein paar Freunden teilt und müsste selbst nur noch $4 pro Monat bezahlen. Vielleicht kann man sogar Passwörter teilen und so die Kosten noch weiter senken. Google und Facebook sind nicht dumm. Sie wissen genau, was ihr tut, aber sie könnten es erlauben. Schließlich hat Netflix in den 2010er Jahren genau das getan. Sie hatten lange Zeit extrem lockere Richtlinien, um die Leute süchtig nach der Plattform zu machen. Erst als der Markt gesättigt war, wurde das Teilen von Passwörtern streng geahndet. Vielleicht gibt es bei Netflix bald sogar eine Anfangsgebühr, damit man nicht nur einen Monat lang ein Abonnement abschließen und dann kündigen kann. Google und Facebook werden wahrscheinlich eine ähnliche Strategie verfolgen. Sie werden die Nutzer für wenig Geld an ein werbefreies Social-Media-Erlebnis gewöhnen und dann hart durchgreifen, wenn die Menschen nicht mehr bereit sind, zurückzukehren. Von da an werden wir vielleicht keine überspringbare Werbeeinblendung oder ähnliches mehr sehen, aber das ist noch in weiter Ferne. In der Zwischenzeit kann man, wenn man sich frühzeitig für eines dieser Abo-Modelle entscheidet und es klug anstellt, ziemlich viel für sein Geld bekommen. Man kann das Beste, was diese Plattformen zu bieten haben, zu den niedrigsten Preisen erleben, die es je geben wird, während wir die Entmonetarisierung der sozialen Medien hinter uns lassen und eine werbefreie Ära erleben. Aber macht es euch nicht zu gemütlich, denn diese Plattformen spielen einfach das lange Spiel, wenn es um die Monetarisierung geht, und irgendwann wird es genauso schlimm sein wie beim Fernsehen. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.